So, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator 21 und der nächsten Mission, die heißt Herausforderung gewachsen. Ja, und das, obwohl ich mir eigentlich die letzte Scheiße zusammengefahren habe in der letzten Folge, geht's tatsächlich mit einer neuen Mission weiter. Ich hätte es nicht gedacht. Wir kaufen tatsächlich noch schnell noch einen Bus. Weil, ja, oder zwei vielleicht sogar. Problem, ich glaube, ich mache nicht alle Busse frei. Ich würde gerne Scania kaufen, da hätte ich ja Bock drauf, aber wie gesagt, ich glaube, es sind noch ein, zwei Busse, die nicht dabei sind. Da sind die noch, da tatsächlich sind die noch gesperrt. Oh, wie geil! Warte mal, Scania ist das ein. Ne, ist das ein Iveco, ne? Warte mal. Doch, Scania ist tatsächlich frei. Dann nehmen wir den Scania. So, dann steigen wir mal ein in die gute Stube. Jetzt habe ich die Sekunde schon gelegt. Nice. Gut, dann hier ist belegt. Das ist mir egal. So. Gut. Verbessert 3 Stufen. Von Arnold Park auf 3. Also der Zeitpunkt auf der Route zwischen Arnold Park. Zwischen Arnold Park, Good Island und Highlander Park. So, runterstellen wir. Es darf. Island Inn. So, die müssen wir stellen. Elm Street. Warte mal, wie North war das? Madison Drive. Kenneth Park und Highlander Park. Island Inn. North Mall. Clinton Avenue. Highlander Park Hotel. Drift Square. So. Gold Island Tourist Center. Island Inn. Dann haben wir noch Arnold Park. Wo sind denn? Der ist bestimmt irgendwo da oben. Na klar. South Stockton Street. Here. East Third Street. San Pablo and Andrade. So, dann setzen wir den da hoch, die Route. Annehmen. Das ist die neue Willy Spring, Highlander Park. In der Park oder einen anderen Park. Bitte mal, die müssen wir ein bisschen ändern. North Folsom Street. Die 14 ist das. Warum auch immer der das jetzt wieder nicht übernommen hat. Route Willen, er hat es wieder nicht genommen. Mann, nervt mich nicht jetzt immer. Scheiß.
Nehmen wir den Scania dafür. So. Gut. Du bist auch noch fahren. Aber erstmal die gute fahren hier. Wir machen es anders. Wir gehen erstmal nach Gold Island. Gold Island, Gold Island Tourist Center. Gold Island, Gold Island Tourist Center. Freedoms Harbor Administration. Gold Island, Gold Island Tourist Center. Einfach mal zum Tourist Center. Denn die ist belegt und darf die nicht nehmen. Soll ich raten, die stehen natürlich alle auf der anderen Seite, ne? Jetzt eigentlich mehr oder weniger. Aber was ist das hier mit diesem Scheiß? Mit den scheiß Dings, mit dieser Route ist belegt an. Wir werden es auch heute nicht hinkriegen. Da kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das, was die Mission heute definitiv nicht kriegt. Allein, weil da wieder diese blöde Aufwertung auf 3 drin ist. Verarschen? Oh, ihr steht da alle. Ja, stell dich da einfach hin. Du siehst, dass da ein Bus runterfährt. Was macht man? Man stellt sich die Einzigkeit dahinter. Weil man sowas ja kann. Fahr da weg! Nee, ich bleibe der Eisekalt stehen. Vor allem, ich habe noch nicht mal halt eine Fahrgäste drin, weil die alle nicht bei mir mitfahren wollen. Noch nur die scheiß Route fahren, ey. Mann, oh. Island in, Island in. Ja, schnell Reise. Island in.
Nein, ich will den Miro nicht fahren. Island in. Island in. Warum darf ich die nicht fahren, die Haltestelle? In der Parkhotel. Island Inn, Island Inn, Gold Island Tourist Center, Old Silo, Gold Island Tourist Center, Island Inn. Halt in der Parkhotel, sagt er mir. Island Inn, Island, Island Inn, Island Inn. Ah, ich muss da hoch. South Regatta, North Mall. Jetzt verstehe ich auch, warum das Problem ist. Highlander Park Hotel. Jetzt gehe ich da hoch. Ich habe vergessen, dass. Oh, ich habe. Die an die falsche Haltestelle oben haben wir genommen. Die Hotellerie ist belegt. Highlander Park Hotel. Highlander Park Hotel. So. So, herzlich willkommen, liebe Leute. So, Fahrkarten, Seniorenticket. Hat ja ein bisschen was gedauert, aber funktioniert jetzt einfach. Seniorenticket hat es gemacht. So, nächstes Mal schon das Island Inn. Ich muss eine 4 Sterne Zufriedenheit kriegen auf dieser Route. Moin. Kollege. Ich habe endlich meinen Lieblingsbus freigeschaltet. Jetzt war ich nur noch den Gelenkbus vom Typ Scania und dann bin ich eigentlich, habe ich soweit. Also wir kaufen auf jeden Fall nächstes den Doppelstockbus. Da freue ich mich drauf. Mehr ein bisschen Geld. Der hat jetzt hier ein bisschen was gekostet, deswegen. Ich glaube, wir sind noch bei 300 irgendwas. Aber es kriegen wir relativ zeitnah hin. Wir haben jetzt bei Zeittag schon. Und dann haben wir den Teil schon mal der Mission erfüllt. Auch immer die Außerfahrt haben jetzt nicht so viel, haben wir keine Verspätung, aber. Oder dort, wie gesagt, gehen wir hin. Ich werde den auf jeden Fall noch rummalen. Ich werde den auf jeden Fall noch ein bisschen lackieren. Aber das müssen wir nicht jetzt machen. Wir haben schon eh ein bisschen mit Vorbereitung Zeit verplempert.
Ich habe schon Fehler gemacht, aber ich dachte, ja, wir kriegen die ohne Probleme hin, aber ich an der Park muss auf jeden Fall auf 3 noch kriegen. Und der andere Park ist, glaube ich, nicht so groß. Das ist der Vorteil. Das heißt, wir könnten eine Route erstellen mit allen Haltestellen. Und dann kriegen wir es hin. Parkplatz. Entschuldigung, Sie stehen in der Tür. So, 48.000. Da steht auch was in der Tür. Lass nicht sein. Ich will, dass die Leute einfach sagen, ja, ich bleib in der Tür stehen. Das ist toll. Becker, bitte nicht, dass du mir Fahrgäste stehen gelassen hast. Ich habe mich eigentlich nicht stehen gelassen. Ich will nur nicht hierher mit. Nächste Haltestelle ist Pia. Das ist schon die letzte Haltestelle, die so. Gut, nein, war die vorletzte. Wie gesagt, den doppelt verkaufen auf alle Fälle noch. Ich hoffe, dass wir den Gelenkverzahn Scania noch einmal kriegen. Dann hätten wir sie alle, glaube ich. Ich glaube, dann hätten wir sie fast alle. Ich weiß gar nicht, so viele dürfen nämlich nicht mehr gesperrt sein. Den habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, weil das Mikro war richtig gesehen. Dass man mich auch besser hört. Ja, Pierre, das ist jetzt auch nicht die Strecke da hoch. Die dauert jetzt ungefähr noch 5 Minuten. Ich wünschte, ich könnte meine Katze auf Busfahrten mitnehmen. Schnummi liebt Spaziergänge auf dem Land. Was ist denn jetzt getroffen? Falsche Nahmannstraße? Ich bin nur ein bisschen ausgeholt. Sorry. Und wenn die Katze noch will, das ist doch okay. Warum sollst du die mitnehmen? Ja, das dauert, wie gesagt, alles wird noch ein paar Minuten. Fahrgast muss aussteigen.
Warum auch immer. Dass man das nicht unbedingt in der nächsten Haltestelle machen muss, kann. So, nächste Haltestelle ist hier. Kollege, dann wir schon, da hinten ist er, ja. Das war so. Moin. Was ist denn die Haltestelle? Das ist ein ganz schönes Stück noch oder was? Ist das echt so weit? Wir haben schon in-game 16 Uhr. Wie gesagt, das ist das, was ich meine. Ich glaube 3 bis 4 Uhr. Dass der das auch nachmittags meint, ist ja ein bisschen komisch gewesen. Aber gut zu wissen. Oh, ich freue mich auf meinen Doppelschockbus. Beweg dich da mal. Ja, ist ein bisschen enger tatsächlich. Jetzt weiß ich, was ich meine. Was sind die lange Schläfer? Ich wollte mich nicht zu dir setzen, Chef. Ich wollte eigentlich, dass du aufstehst. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kürze. So. Ist ein bisschen eng. Ist tatsächlich Arschenge. Ich darf kein zweiter Bus gekommen. Pia! Leute fahren, ne? Ja, aber noch 20 Sekunden. Und noch ein Zeittag. Hallo, ich bräuchte bitte die Rampe. Ja, die kriegst du. Die Dame ist schon drin. So, links habe ich schon das Pablo und die Arcade und dann haben wir es geschafft. Muss ich mal gucken, aber ich kriege hin. Macht das wieder Musikhörer ernsthaft? Ich weiß, ich bin jetzt assi, aber ich blockiere jetzt mal einfach das ganze hier. Wo sind die Musikhörer hier? Hey. Oh, sorry, ich mach's leise. Das wäre natürlich super.
Also ich muss zugeben, mit dem Gelenkbus wärst du hier eigentlich aufgeschmissen gewesen. Da wäre es wahrscheinlich zu eng geworden. Boah, Alter. Ernsthaft? Ich wurde aber rechts überholt. Beim Abbiegen. Also das Spiel werbt ja gerne mit verbesserten KI, da sehe ich manchmal nicht so. Also die bleiben manchmal an Stellen stehen, da denke ich mir, Alter. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ach nee. In der Nähe von Andrews Lookout gibt es einen versteckten Strand. Wissen Sie etwas darüber? Da bin ich ja dagegen gefahren gerade. War der lauter? Was ich einfach nicht gesehen habe? Weiß ich nicht, wo ich weiß nicht, wo hin will. Die nächste Haltestelle ist St. Bernard und Android. Könnte in der Nähe von der ersten Haltestelle. Das ist einfach die Strecke, dass ich nicht so viele Leerfahrt habe. Ich bin wieder hochgeplant. Jetzt ist es ja heute quasi bis auf diese Aufwertung alles abzuarbeiten. Kleiner. Alter, der war ja aber auch. Ich habe doch nicht gesehen, ob der immer noch ein Schild war. Hier, keine Lags bitte jetzt. So ungefähr Brücke. Ich wollte tatsächlich ja, ja links fahren kann, wieder rechts, aber ich muss ja hier einmal rum. Oh, hier hätte ich ausgelöst. Lassen Sie mich raus? Ja, ja, ausnahmsweise. Angehalten. Na ja gut, das ist jetzt alles nicht meine Baustelle. Wir können ja auch wieder aufbauen, ein bisschen an Bussen planen, dass wir die ersten Routen wieder abfahren. Alle mal aussteigen! Das ist ein Rollstuhlfahrer, ne? Da war was. Perfekt. Ich habe nicht ganz die 4 Sterne erreicht, ernsthaft? Oh,
Ich habe 3, irgendwas Sterne erreicht. Ah, jetzt müssen wir es also nochmal fahren. Mehr oder weniger. Na dann. Ich würde sagen, das machen wir trotzdem in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr dabei seid. Und ja. Dann fahren wir noch ein bisschen diese Route hier an. Und naja. Gut, bis dann. Tschüss.